Moinsen, eine neue Folge Real Talk. Ich habe eine Frage bekommen, die ich hier gerne als Anlass nehmen möchte. Und zwar die Frage, wie kann ich am besten mit YouTube anfangen? So, und soll ich euch mal ganz ehrlich sagen? Ganz ehrlich, Real Talk, stell dein Handy irgendwo hin, bestell 300 Burger bei Burger King, such dir ein Mädel mit dicken Titten, die schönen Ausschnitt hat, den in die Kamera hält, schmier dich mit Mayonnaise ein und versuch diese 300 Burger in einer Stunde zu fressen. Dann kannst du schreiben, 20.000 Kalorien Challenge in unter einer Stunde mit dicken Möpsen. Ganz ehrlich, das ist das, wie YouTube heutzutage funktioniert. Und wo ich dir sage, da hast du eine relativ hohe Garantie, dass du ein paar Klicks bekommst. Du kannst auch irgendwie sagen, pass auf, ich lege mich in die Badewanne mit Chicken Nuggets und schmier Sriracha-Soße drüber und guck, wie lange ich das an meiner Haut aushalte, weil das brennt. Da könnte man sagen, Sriracha Chicken Nugget Challenge in der Badewanne, wie lange halte ich durch? Könnte man so eine Sriracha-Challenge machen, überall verlinken und dann machen das alle nach, weil die dann natürlich auch die Klicks haben wollen, ja. Bestenfalls verlinkst du noch einen großen YouTuber und dann ist so ein Unge oder so ein Video alle heißen, legen sich dann auch in die Badewanne und schmieren sich mit Sriracha ein. Definitiv eine Möglichkeit, wie du mit YouTube weiterhin anfangen kannst. Dann kannst du aber auch alle Farben durchgehen. Damit meine ich, du kannst einen Tag Grünes essen, du kannst einen Tag Gelbes essen, einen Tag Rotes. Wenn du alle Farben weg hast, dann kannst du einen Tag essen wie deine kleine Schwester, wie dein kleiner Bruder oder wie deine Großmutter. Ja, vielleicht gibt es dann einen Tag Königsberger Klöpse, dann musst du irgendwie 300 davon essen, hast du wieder auch so eine 20.000 Kalorien Challenge. Das ist, wie YouTube funktioniert. Das ist wirklich meine reale Antwort jetzt. Also es ist wirklich, ihr denkt jetzt so, das ist ein Scherz, aber das ist das, wie YouTube heutzutage funktioniert. Also, wenn du es dir nicht so kompliziert machen willst, stell dein Handy her, weil Qualität interessiert die Leute nicht. Ich habe so viele Linsen für Geld gekauft, gute Kameras, scheiß drauf. Hauptsache, der Content stimmt. Content ist King, sage ich immer. Ja, guck, dass genug Scheiße drin vorhanden ist und die Leute konsumieren. Das ist RTL 2 für Arme, aber es funktioniert. So, das ist ganz, ganz klar. Qualität, scheißegal, Content. So, das ist einfach, und das ist Fakt. Ich weiß, es klingt jetzt wie ein bisschen Ironie, aber es steckt hundertprozentige Wahrheit drin und das ist genau leider der Fall. Und auch so ein Daily Struggle bei mir, wo ich mir denke, Alter, wieso mache ich mir das Leben so schwer, indem ich versuche, euch Mehrwert zu bieten. Das guckt sowieso keine Sau. Ich bin die ganze Zeit überlegen, wie kann ich jetzt switchen, dass ich auch irgendwie, keine Ahnung, die Kamera quasi oder die GoPro in der Kloschüssel platziere und einfach draufkacke, um ein paar mehr Klicks zu kriegen. Das würde definitiv richtig abgehen auf YouTube. Man könnte ja auch gucken, irgendwie, dass man, was weiß ich, jemanden durch einen Kackvorgang verlinkt. Ich könnte ja irgendwie einen Hashtag kacken, ja, sagen wir mal, einmal so versuchen, einen C zu kacken unter so ein Challenge und dann machen wir einen Link rein und versuchen irgendwie, was weiß ich, wen zu verlinken. Timo, hör auf zu lachen. Aber Timo weiß genau, er lacht, der Kameramann. Das ist wirklich so. Und das würde ich definitiv empfehlen, wenn man einfach sieht. Weil man muss einfach gucken, was funktioniert in den Trends, was wird geklickt und das macht man danach. Jetzt ist aber die Frage, und das ist vielleicht so ein kleiner Unterschied, will ich mit YouTube Klicks generieren oder tatsächlich vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen? Also das kommt nicht von ungefähr. Ich habe relativ wenig Traffic, wenige Klicks auf YouTube im Verhältnis zur Abonnentenzahl. Da brauchen wir gar kein Geheimnis draus machen. Ich versuche mich so an gewisse Prinzipien noch zu halten, dass ich sage, okay, ich mache einen YouTube-Kanal, um den Leuten irgendwie was beizubringen, ihnen zu helfen oder Mehrwert zu bieten. Ich weiß, komplett die dümmste Einstellung, die du haben kannst, dass du versuchst, Menschen auf YouTube zu helfen, weil du machst es ja ungemein schwer eigentlich und erwartest, dass du auch was zurückbekommst. Das kriegst du aber in der Regel nicht. Aber in der Regel ist es tatsächlich immer noch dieser kleine Unterschied, dass du sagen kannst, okay, auf der einen Seite haben wir viele Klicks und Traffic, auf der anderen Seite vielleicht mehr Wert. Und wenn du jetzt sagst, du willst YouTube beginnen, und das ist ja leider auch die Intention der meisten Leute, wie sie mit YouTube beginnen, dass sie damit Geld verdienen, dann muss man dann schon wieder so ein bisschen abwägen, weil man muss ein bisschen auch einen Image-Transfer sehen und das sehe ich. Ich meine, keine Ahnung, welche große Firma da draußen zahlt dir Geld, dass du sozusagen Hashtags kacken kannst. Also da kommt nicht irgendwie Ikea an und sagt, pass mal auf, wir haben so eine geile Kloschüssel, könntest du mal ein Hashtag reinkacken, wir zahlen dir 10.000 Euro dafür. Das wird definitiv auch nicht passieren und dementsprechend auf dieser einen Seite ist der Mehrwert natürlich wieder King, dass du weniger Klicks hast, aber eine Firma gerne diesen Image-Transfer haben möchte, dass sie sagen, okay, das sind Videos, die können wir auch reposten auf unserer Seite. Das ist cool, was der Typ macht. Das hilft unserer Community vielleicht auch in gewissen Formen weiter und dementsprechend zahlen wir jemandem Geld. Und das ist dieses Abwägen. Also ich kriege öfters tatsächlich auch von größeren YouTubern, ich kenne relativ viele tatsächlich in dem Bereich, die machen Traffic, die machen Klicks und die kommen dann zu mir an und
verstehen das nicht so ganz und heulen mich voll und sagen, Görki, guck mal, du hast doch gar nicht so wirklich Klicks oder so. Wie kann das sein, dass du jetzt eine Produktplatzierung oder ein Sponsorangebot für 5.000 oder 10.000 Euro im Monat bekommst? Wie kann das sein? Und dann denke ich mir so, hä, wo ist denn da die Selbstwahrnehmung? Merkst du nicht, was du auf YouTube machst? Das gibt vielleicht Klicks. Aber welche Firma will mit peinlichen Aktionen oder Videos tatsächlich werben? Und das ist dieses Ding, dieses Abwägen. Und für mich ist dieser Daily Struggle eigentlich die Sache, dass es für mich sehr, sehr traurig ist, momentan zu sagen, ey, ich versuche geil Mehrwert zu machen, aber erreicht die Leute nicht mehr. Es ist auch eine Algorithmusgeschichte. Ich kenne das mit meiner Freundin, aber auch von Timo teilweise oder sonst was von meinem Kameramann, dass man im Endeffekt merkt, man bringt ein geiles Video raus. Die Leute abonnieren einen, haben diese Glocke aktiviert, also das ist ja da bei den Leuten der Fall. Und dann gucken die tatsächlich, ob das Video, was ich gerade poste, noch quasi aufkommt bzw. vorgeschlagen wird. Ja, wenn du jemanden abonnierst, sollte ja eigentlich der Fall sein, dass du siehst, dass ein neues Video online geht. Und das ist wirklich so, wenn du versuchst, Content zu bringen, der nicht in den Trends gepusht wird oder nicht gerade den Jargon auf YouTube entspricht, dass es irgendeine Kacke ist, die gepusht wird, ist es so, dass du mit seriösem Inhalt tatsächlich es gar nicht mehr schaffst, deinen Abonnenten zu erreichen. Deswegen habe ich 200.000 Abonnenten, noch ein bisschen mehr. Aber die Videos haben ganz wenige Klicks, weil wenn ich ein Video online stelle, wird es von dem Algorithmus nicht mehr aufgenommen. Und das heißt, selbst die Abonnenten bekommen keine Information darüber, dass ein neues Video existiert. Das heißt, du bist eigentlich tot. Du wirst auf YouTube nicht mehr gesehen. Und das ist halt so mein Struggle, wo ich mir denke, Alter, wieso machst du das Leben so schwer? Bereitest tagelang irgendwelche Videos vor, kaufst geiles Equipment für mehrere tausend Euro, um einfach auch eine Qualität mal zu bieten. Vor allem in den Gym-Videos und kriegst nichts zurück. Und ja, das ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite merke ich halt, dass es finanziell trotzdem funktioniert und deswegen mache ich das weiter, weil ich ja irgendwo auch davon lebe und nach wie vor von meiner Einstellung, von meiner Intention überzeugt bin. Ich habe ja auch mit meiner Fitnessanleitung quasi ein Produkt oder eine Sache, die einen gewissen Mehrwert bieten soll und da ist einfach auch dann dieser Transfer von diesen mehrwertigen Videos auf YouTube so, dass viele Leute dann sagen, okay, der gibt mir einen coolen Inhalt, ich kaufe das Angebot, wo ich dann nochmal on top mehr bekomme, wo ich was mitnehmen kann oder lernen kann, ja. Und es funktioniert nicht, wenn du einen Hashtag kackst und dann kackst du einen Hashtag und dann kannst du ja nicht sagen, pass mal auf, übrigens, wenn euch mein Hashtag schön gefallen hat, so wie ich ihn da hingekackt habe, wie ich ihn reingelegt habe, kannst du mein Fitnessprogramm kaufen. Dann denken die Leute, Moment mal, der kackt einen Hashtag und jetzt soll ich sein Fitnessprogramm kaufen. Versteht ihr? Da fehlt die Brücke. Und so ist es halt bei vielen Dingen, wenn du einfach nur auf Traffic aus bist, dass einfach dort die Brücke zum Geld verdienen fehlt. Und ein wichtiges Stichwort ist auch noch Zielgruppe, ja. Das heißt, wenn du Bullshit produzierst für eine jüngere Zielgruppe, die hauptsächlich auf YouTube vertreten ist, sage ich mal, für 12 bis 15 oder 18-Jährige, dann musst du auch sehen, die müssen dann zu Mami gehen, sagen, Mama, kannst du 20 Euro Taschengeld geben? Ich möchte, wie kacke ich einen Hashtag von YouTuber XY kaufen? Dann kann ich das zu Hause nachmachen, ja. Das heißt, die Kaufkraft bei einer gewissen Zielgruppe ist halt nicht vorhanden. Dementsprechend, mein Tipp, wenn du wegen mit YouTube Geld verdienen möchtest, such dir auch eine Zielgruppe, wo du die Möglichkeit hast, überhaupt Geld zu verdienen. Und da ist nicht unbedingt Traffic King, sondern wieder der wirkliche Content mit dem Mehrwert. Und das geht dann halt bei mir auch so ein bisschen im Alltag so weit, weil du zerbrichst dir so ein bisschen, das ist mein Struggle, sag ich damit. Man könnte es sich extrem einfach machen, wie gesagt, die Titten auf Thumbnail, irgendwas Verrücktes. Oder du versuchst wirklich mit Mehrwert zu glänzen und dann sind aber die Aufmacher halt extrem wichtig. Und ihr müsst sehen, es funktioniert so ein bisschen wie bei der Bildzeitung bei YouTube. Das heißt, das Vorschaubild, ja, der dicke Aufmacher plus dem Titel, so ist die Entscheidung, ob jemand draufklickt oder nicht. Wenn dieser Titel und der Aufmacher nicht vorhanden sind, also Thumbnail und Titel des Videos, dann kann der Inhalt noch so gut sein, ne? Also wirklich gut. Die Leute sehen es nicht und klicken nicht drauf. Und da die Mischung zu finden zwischen gutem Mehrwert und trotzdem, sag ich mal, diese Aufmerksamkeit zu bekommen für das Video, das ist für mich so schwierig, teilweise fast unmöglich, dass ich da sitze zu Hause und denke, Alter, was für ein Thumbnail, was für ein Titel. Du kurz vorm Veröffentlichen auf dem Drücken wirfst du nochmal alles um, denkst, komm, wir machen ein anderes Bild rein, bla. In der Hoffnung, dass du irgendwie die Leute erreichst und dann irgendwann bist du an einem Punkt, dass du sagst, Mann, Alter, geh Hashtag kacken, geh Fress-Challenges machen oder sonst was. Es kommt nicht mehr an. Und dann musst du dich aber daran erinnern, Moment mal, du verdienst ja auch dein Geld damit. Und das ist deine Moral, das ist deine Einstellung und das ist das, was ich seit fast 10 Jahren auf YouTube mache. Und wieso soll ich mich verändern? Nur für Traffic, nur um anderen Leuten irgendwie zu gefallen oder um eine
Aufmerksamkeit zu bekommen, Hype zu bekommen oder irgendwie Fame zu bekommen. Und das ist eigentlich nicht der Grund, wieso man YouTube eigentlich machen sollte für den Fame, sondern, und das ist jetzt mal ein ehrlicher Tipp, so um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, du kannst es dir einfach machen, wie ich dir die ganze Zeit erklärt habe, und das ist das, was wahrscheinlich auch funktionieren wird. Der andere Punkt ist, wenn du es wirklich ernsthaft machen möchtest, mit einer Geschichte, mit einem Hintergrund, mit einem Mehrwert, um Menschen wirklich auch zu helfen. Und ich finde, das sollte zunächst immer der Ansatz sein und Geld sollte immer der zweite, der sekundäre Punkt sein, weil Geld kommt eigentlich mit gutem Inhalt immer automatisch. Dann solltest du gucken, was kann ich bieten? Was ist mein Mehrwert für die Gesellschaft? Was kann ich rausbringen? Was habe ich auf dem Kasten? Kann ich irgendwas besonders gut? Kann ich den Leuten wirklich helfen, was beibringen? Und wenn du das vereinst quasi mit einer gewissen Unterhaltung und Entertainment, dann ist es eigentlich der Weg, den ich wirklich feiere, den ich cool finde und wo ich voll hinterstehe. Und da würde ich jedem sagen, wenn du das mitbringst, fang an. Ansonsten mach dich zum Affen, zum Clown wie alle anderen. Ja, besteige den YouTube-Zirkus, versuch deinen Traffic zu generieren, mach dein Fame. Ist alles okay, wenn das deine Intention ist. Aber erhoff dir nicht irgendwie, dass du damit groß Geld verdienst oder dass es von allen anerkannt wird oder dass ich das cool finde. Ja, in dem Sinne, vielleicht einfach mal in die Kommentare so euer Feedback. Wie seht ihr YouTube heutzutage? Macht das Ganze noch Sinn? Ich denke nach wie vor, wenn man was kann, kann man auch immer noch erfolgreich sein, egal ob du jetzt einsteigst oder vor 10 Jahren. Es war sicherlich einfacher vor 10 Jahren oder vor 9 Jahren, wo ich angefangen habe. Aber die Türen schließen sich nicht. Du musst nur etwas präsentieren und etwas mitbringen. Und dann geht das nach wie vor. Ja? In dem Sinne, YouTube, meine Sicht der Dinge auf die ganzen Sachen heutzutage, Social Media und Co. Und in dem Sinne, haut rein, ich bin raus. Euer Görki. Ciao. Und dann kippst du es richtig auf deinen Mund rauf, also dass es richtig voll ist. Also dass es wirklich so aussieht. So. Ja. Und dann am besten die Dose hochhalten. Wir können auch vorher Mehl reinmachen oder so, dann ist das nicht so schlimm. Ja, wie du willst. Ja komm, wenn, dann brauche ich noch ein Kegelhandstraining. Habe ich einen Effekt bei einem Scoop. Und dann kippst du mir die ganze Dose über den Kopf, oder? Nee, nee, wir machen ja nur ein Bild, das können wir faken. Nur den Scoop. So, die Dose musst du halt hochhalten. Hoch, ja, und dann auf dem Thumbnail. Und dann also am besten die Dose vielleicht hier. Hier ist die gut. So, dass man genau ein bisschen Wärme natürlich auch. Und dann machen wir noch Geld höher. Und dann machst du deinen Kopf auf die Seite. Ja. So, hoch. Oder so. Und dann kippst du es von oben jetzt richtig runter in die Fresse. Du musst richtig auffangen. Guck, dass es scharf geht. Okay? Okay. Und go. Wow. Boah, ey, ist eklig. Und das war nur ein Löffel, ey. Bah! Ganz kurz noch am Ende so, ne? Eine Sache habe ich mir geschworen. Ich mache in den Videos nicht Dinge, die ich auch in echt nicht machen würde. Also das ist halt so ein bisschen eine Einstellungssache. Keiner würde eine Dose Booster irgendwie weghauen, außer die, die es tatsächlich für die Klicks machen. Keiner würde 10.000 Kalorien-Challenges machen, ohne dass jemand hinguckt. Versteht ihr? Keiner macht 10.000 Kalorien-Challenge, ohne dass die Kamera läuft. Das macht gar keinen Sinn. Ja, ähnlich, keiner würde den ganzen Tag was Grünes essen. Außer er hat vielleicht eine Rot-Grün-Schwäche oder so, ohne dass das gefilmt wird, weil es bringt mich persönlich im Alltag nicht weiter. Und das habe ich gesagt, ich mache keine Videos, die ich alltäglich so ohne Kamera nicht machen würde. Versteht ihr? Das macht einfach für mich null Sinn. Und so ist auch inzwischen YouTube aufgebaut, dass Leute irgendeinen Quatsch machen, was sie niemals im Alltag machen würden, wenn die Kamera nicht läuft. Und das ist so eine Einstellungssache, dementsprechend auch hier. Ich würde eine Dose Booster essen oder trinken oder wie auch immer. Sorry für das Thumbnail, aber ich muss es einfach mal ausprobieren. In dem Sinne, haut rein. Ciao.